Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu den neuesten Trash News. Mit dabei Kater Luke. Ein bisschen am Schlafen, es ist schon früh, aber es gibt eine neue Schlagzeile, die ich euch nicht vorenthalten möchte, denn Anne Wünsche, ihr habt das ja mitbekommen in meinem Video von gestern, ich verlinke es euch hier noch einmal, sie hat ihr Kind nun abgetrieben und es gab viel, viel Hetze im Netz, es gab sehr viel Hass, es gab sehr viele negative Kommentare, es gab aber auch einige Fürsprecher. Allerdings gibt es jetzt eine weitere große Kritikerin, die aktuell selbst schwanger ist und die hat, ja, Anne Wünsche ziemlich heftige Vorwürfe öffentlich gemacht und das will ich euch heute hier auf meinem YouTube-Kanal erzählen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch Danny, das ist genau die richtige Portion Trash, die ich brauche, möchte den Stars aber selber nicht folgen, den Stars, dann fühle dich herzlich eingeladen, mir hier auf YouTube zu folgen. Wir sind eine kleine Trash-Army, eine kleine Familie, die hier stetig wächst. Ja, seit einiger Zeit berichte ich jetzt nun hier auch über Anne Wünsche mehr schlecht als recht mit ihren Entscheidungen, angefangen mit einem Seestern-Skandal, was sie jetzt nicht so unbedingt wusste, aber natürlich auch um das ganze Schwangerschaftsabbruch-Drama, wobei man dazu sagen muss, das Drama hat sie mit ihrem öffentlichen Posting gekoppelt, mit einer Werbung kurz darauf, wir reden von einer Story, einen sehr großen Shitstorm geerntet. Nun tritt Cheyenne Ochsenknecht auf, die selber schwanger ist und sie hat sich öffentlich ziemlich gegen Anne Wünsche geäußert und das schauen wir uns jetzt hier einmal an. Wir zitieren von der VIP.de und hier sehen wir die beiden schon rechts Anne Wünsche, links Cheyenne Ochsenknecht und das ist die Schlagzeile. Cheyenne Ochsenknecht schießt gegen Anne Wünsche. Manche Menschen sollten keine Kinder haben vom 9. April 2023. Und Anne Wünsche muss momentan mit viel Gegenwind fertig werden, nachdem sie bekannt gegeben hat, dass sie wieder schwanger ist und ihr ungeborenes Kind abtreiben lassen will, prassen die kritischen Kommentare nur so auf die 31-Jährige ein. Auch Cheyenne Ochsenknecht, 22, gehört zu den Kritikern, wie sie nun in einer Instagram-Fragerunde deutlich macht. Angesprochen auf ihre Meinung zum öffentlich angekündigten Schwangerschaftsabbruch der Influencerin, platzt es nur so aus ihr heraus. Zitat Ende. Und hier sehen wir diese Fragerunde und hier wurde sie gefragt, Meinung zu Anne Wünsche, Schwangerschaftsabbruch und dass sie ihre Kinder so zeigt, Bikini etc. Und hier schreibt sie keine Worte dafür, deswegen sollte es einen Elternführerschein geben, weil manche Menschen einfach keine Kinder haben sollten. Also das hat sie geschrieben und das sind schon, wie ich finde, sehr, sehr harte Worte und die kann man auch an die Worte einreihen, die es ja auch schon in den Kommentaren gab. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen und es geht sogar noch ein bisschen weiter. Keine Worte dafür, deswegen sollte es einen Elternführerschein geben, stellt das Model, das aktuell selbst schwanger ist, mit Stürzung fest. Doch die Mama der kleinen Maeve geht sogar noch einen Schritt weiter und verdeutlicht, dass manche Menschen einfach keine Kinder haben sollten. Harter Tobak in dem sonst so entspannten Mittags-Q&A. Tja, und das sind, wie ich finde, doch sehr, sehr deutliche Worte von einer Person, die selber in der Öffentlichkeit steht. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht an weitere B-Promis erinnern, die sich negativ dazu geäußert haben. Viele haben sich dazu gar nicht geäußert. Wenn ihr jetzt spontan jemanden kennt, der das auch komplett verurteilt hat, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber es geht hier nicht, der Artikel geht hier noch weiter. Nicht nur negative Kommentare, dass Anne hinter der Entscheidung steht, mit dem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen, verdeutliche der Berlin Tag und Nachtstar bereits in den sozialen Medien. Die 31-Jährige habe sich bewusst für diesen öffentlichen Weg entschieden, um komplett ehrlich zu bleiben. Sie wolle ihrer Community keine heile Welt vorspielen, wenn es in ihrem Inneren eigentlich ganz anders aussieht. Die Influencerin bekommt übrigens nicht nur Negativkommentare über diese Entscheidung, sondern scheint einigen Followern mit ihrer Situation aus der Seele zu sprechen. Ich finde es richtig super, dass du dazu stehst und auch öffentlich machst, bevor es andere tun. Oder danke, dass du uns eine Stimme gibst, war vor Jahren selbst in dieser Situation. Zitiert sie zwei Followerinnen bei diesem höchst intimen Thema.
scheiden sich offenbar die Geister. Zitat Ende. Und das ist ja auch das, was wir hier immer und immer wieder festgestellt haben. Bei dem Thema gehen die Meinungen sehr, sehr auseinander. Und auch ich muss ehrlich sagen, ich lese mir die Kommentare hier auf meinem Kanal natürlich auch durch und merke ja auch, wie sehr dieses Thema die Zuschauer spaltet. Es hat gar nicht so eine große Öffentlichkeitsaufmerksamkeit, wie man jetzt vermuten könnte. Ich sehe das ja auch an den Aufrufen bei diesem Thema. Die sind gar nicht so hoch, aber mir persönlich geht es auch gar nicht so um die Aufrufe. Ich selber finde es wichtig, über dieses Thema auch ein bisschen zu berichten und aufzuklären. Und der öffentliche Blick, der sollte darauf schon gelenkt werden. Für mich persönlich ist dieses Thema, wenn ich das so beleuchte, halt extrem kompliziert, weil dort einfach diese scheiß Werbung mitzuläuft. Jetzt die neuen Zuschauer werden sich wissen, hä, was meint er denn immer mit Werbung? Also ich kann das nur mal ganz kurz erklären, es gibt auch ein Video dazu, aber nachdem Anne Wünsche darüber gesprochen hat, dass sie schwanger ist und dieses Baby nicht bekommen möchte, war nicht ein Tag, nicht eine Woche, nicht ein Monat, nein, eine Sekunde später die Ankündigung ihres XXL-Projektes, welches aber schon länger angekündigt war, und der Release ihres Parfüms. Und dieses XXL-Projekt, das wurde dann einen Tag später gezeigt auf Instagram. Hier ging es darum, dass sie in Berlin ein Café eröffnen möchte, das Glitzer-Café. Und das Problem war halt einfach, dass durch diese ganze öffentliche Aufmerksamkeit, die ja nicht nur positiv war, auch negativ, aber eine große, große mediale Interesse daran entstanden ist. Und einige böse Stimmen haben halt ihr unterstellt und vermuten, dass sie bewusst diese ganze Schwangerschaftsgeschichte hier aufgebauscht hat, um einfach in den Schlagzeilen zu stehen, damit halt auch das Café in einer gewissen Form promotet wird. Aber, und das ist die andere Seite der Medaille, über die nicht so sehr nachgedacht wurde, wie ich vermute, es gibt ja auch viele Gegner, viele Anne-Wünsche-Gegner, und ich glaube, dass es für sie halt auch echt nach hinten losgehen kann, wenn dieses Café erstmal in Berlin wirklich eröffnet hat. Sie hat uns ja schon die ersten Bilder gezeigt, sie hat uns erzählt, dass das gesamte Café pink gestrichen wird, die Fassade etc. Also es ist halt sehr auffällig, und ich könnte mir vorstellen, dass Schwangerschaftsabbruch-Gegner wirklich auch zu Protesten aufrufen werden, beziehungsweise auch einige Hater dieses Café aufsuchen wollen und werden. Und hier möchte ich nochmal ganz, ganz klar betonen, wenn du einer dieser Personen bist, die sich jetzt auch, keine Ahnung, da so ein bisschen hineinversetzen wollen, macht sowas nicht. Kein Hate, keine Hetze, bleib freundlich und höflich in den Kommentaren und besucht auch nicht dieses Café oder sonst was ich da im Netz schon gelesen habe, sondern versucht einfach Annes Entscheidung in irgendeiner Form nachzuvollziehen oder zumindest zu akzeptieren und hier nicht noch weiteres Öl ins Feuer zu gießen und hier vielleicht selbst zu Straftaten aufzurufen bzw. selber zu machen. Das wäre es aus meiner Sicht wirklich nicht wert. So, von mir soll es heute schon sein, und ich möchte mich bedanken, dass du eingeschaltet hast zu den neuesten Trash News, und freue mich sehr, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich werde für euch zweimal am Tag hochladen und euch die neuesten Trash News servieren, Freunde. Also macht es gut. Tschüss. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.